Willkommen zu einem ganz besonderen Nervenkitzel. Erleben Sie die Fahrt auf die höchstgelegene Bergstation Europas auf dem kleinen Matterhorn oberhalb von Zermatt. Von der Station Trockenensteg aus bringt die Bahn stündlich bis zu 2000 Personen in 9 Minuten Fahrt auf den 3883 Meter hohen Gipfel. Nach einer Bauzeit von 2,5 Jahren wurde sie im Herbst 2018 eröffnet und ist die welthöchste Dreiseilumlaufbahn. Gekostet hat sie 60 Millionen Franken. Die Kabinen haben je 28 Sitzplätze. Besonders luxuriös ist die Fahrt mit einer der 4 Crystal Ride Kabinen. Sie sind innen und außen mit tausenden leuchtenden Swarovski-Kristallen dekoriert. Das ist aber noch nicht alles. Schauen Sie nach unten. Der Boden ist aus Glas und gibt eine Sicht auf den 170 Meter tiefer liegenden Gletscher frei. Ein einmaliges Erlebnis in dieser prächtigen Bergkulisse. Unsere Fahrt führt uns über die Felsen hinweg. Rechts davon trennt uns der Theodulgletscher vom berühmten Matterhorn. Das ganzjährig geöffnete Skigebiet ist auch das größte und höchstgelegene Sommerskigebiet in Europa. Von der Bergstation bringt ein Personenlift die Gäste zur Aussichtsplattform. Hier hat man eine enorme Weitsicht und einen 360-Grad-Rundblick auf die umliegenden Gipfel der schweizerischen, italienischen und französischen Alpen.